Auf der Anfahrt haben wir sofort eine Feuerwehr nachalarmiert und eine Löschgruppe von uns, die mit Messen, auf Messen spezialisiert ist. Als wir ankamen, wurde uns mitgeteilt von den Besitzern des Restaurants, dass im Keller ein Gasgeruch zu riechen ist. Im Einsatzverlauf haben dann sämtliche Anwohner der rechten Seite in der Hauptstraße sich gemeldet und auch über Gasgeruch in ihrem Gebäude berichtet. Daraufhin wurde sofort eine großförmige Evakuierung durchgeführt. Das heißt, in ganzen Restaurants und Mehrfamilienhäuser wurden geräumt. Wurde ein Absperrbereich eingerichtet und jetzt Messtrupps vorgeschickt. Wir sind hier mit der SWT, also Stadtwerke Trier, die vor Ort sind am Messen. Wir haben sämtliche Bereiche durchgemessen und konnten keine Messungen feststellen. Aber die Bewohner hier in der Hauptstraße klagen wohl schon den ganzen Vormittag, schon seit den frühen Morgenstunden, über einen massiven Gasgeruch in ihren Gebäuden und auch in den Hinterhöfen. Bewohner wurden ca. 55 evakuiert, aber wir mussten auch Restaurants und Gaststätten räumen, die sehr gut besucht waren um die Mittagszeit. Die Gäste waren am Essen, da können wir nicht genau sagen, wie viele Gäste da evakuiert wurden. Der Stand jetzt ist, dass die SWT Trier ein Spezialfahrzeug angefordert hat, das in wenigen Minuten eintreffen wird, um die Gasleitungen in der Fußgängerzone zu kontrollieren. Wir sind weiterhin dabei, die Hinterhöfe zu kontrollieren, ob da ein oberirdischer Gastank steht, der eventuell auch ein Leck hätte. Das kommt jetzt auf die Messungen der SWT an. Wenn die SWT mit ihrem Fahrzeug nichts messen, dann werden wir den Einsatz abbrechen, weil hier dann auch von unserer Seite mit unseren Möglichkeiten nichts zu finden ist.